Ja, ich könnte mir gerade auch Besseres vorstellen, als hier in, ja. In dem Land hier rum zu krauchen. Ich würde lieber Geld grinden, aber... Ich muss es ja wenigstens einmal fertig machen. Da ist es ja erledigt. Zumindest ein Stück weit mache ich heute. Das war ein einziges Hotel hier die ganze Zeit. Ja, und wieder zurück. Ich weiß nicht, auf die Abenteuertage bin ich beim ersten Rad um die 8 Stunden rum. Welches Abenteuertagebuch? Ihr habt doch alle. Welches meinst du denn? Oder habe ich. Ist irgendein neues dabei? Die neuen? Uff, da habe ich ja noch gar nicht nachgeguckt. Ach du Heilige. Muss ich das auch noch machen? Ach. Was kriegt man denn davon? Also lohnt sich das zu machen? Oder ist eher Zeitverschwendung? Gibt ein AP und ein DP. Oh. 100 Kisten für ein... Das sind diese Kirby-Kisten? Die du meinst? Morning. Aber guck mal, ich hab... Hä? Ah ja, ich seh schon. Ach du Heilige. Aber geht es nicht Hand in Hand mit der Hauptquest? Oder ist das nur Buch 1? Ach, schade, okay. Das ist ja scheiße. Och nee. Ich dachte, weil du ja hier diese auch, ne? Diese gleiche Zeichenkunst hast. Kacke, ey. Na, den einen AP würde ich schon gerne mitnehmen. Unangenehm. Das, ich muss jetzt mal das hier fertig machen. Dann mache ich meine Handschuhe. Was wollte ich danach machen? Was wollte ich nach der Hauptquest machen? Ich hab's schon mal vergessen. Und was wollte ich denn auch noch machen? Wollte ich danach die Kreier weitermachen? Oha. Geht dort vom Prime-Abo auf mein Stufe 1-Abo gewechselt. Kuss geht raus, Finster. Oh, Mami, oh, my God.
Meinst du die Hauptquest? Ich bin hier gerade. Legende von Gute Rabatt. True. Ich vergesse nochmal diesen September. Ich hab den zwar hier stehen, aber ich hab den gar nicht auf dem Schirm. Naja, ich hab noch ein bisschen was vor mir, ich weiß nicht was. So, dann. Jetzt brauchen wir das hier. Und dann müssen wir schütteln. Man, ich krieg nur C-Wissen hier, ne? Also entweder habe ich total Pech oder das ist einfach absichtlich so. Ist ja nervig. Ach Quatsch, wo laufe ich denn lang? Halt. Mag PvP im BDU überhaupt nicht so unanbalanced. Findest du? Na gut, war es aber schon immer. Grappen. Ja. Du bist halt immer im Nachteil als Non-Grab-Klasse. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich keine Grab-Klasse spiele. Ich will auch nicht, dass DK grabbt. Also würden die irgendwann einbauen, dass DK grabben kann, würde ich wahrscheinlich auch nie wollen. Bin da gar kein Fan von. Das Ding ist halt auch, dass du aus jedem Scheiß rausgegrabt werden kannst, ne? Richtig nervig. Bin gerne eine Klasse, die ich grabben kann. Das Ding ist immer, wenn ich LAN spiele, dann verpeile ich immer, dass ich ja grabben kann. Also ich benutze das dann nicht mal. Das Ding ist ja auch meine Sword Attack, da muss ich mir über sowas gar keine Gedanken machen. Würdest du gerne grabben? Nee. Naja, es macht einfach keinen Spaß. Im Kampf gegrabt zu werden. Ich finde sowieso, Grab kann komplett raus aus dem Game, ne? Aber dann könntest du einige Klassen nicht mehr spielen, weil die können ja anscheinend nur grabben. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn sie mal so probeweise für ein paar Wochen Grab rausnehmen würden, würden sie merken, dass es gar nicht notwendig ist im Spiel. Aber, ja. Vielleicht reden, wenn man nicht grabben kann, ne? Das sind wahrscheinlich die Grab-Klasse ein bisschen anders. Aber ich denke, es wäre ohne machbar zu spielen. Ja, da musst du von hinten ran und die dann auf den Boden schmeißen. Kriegst du hin. Ganz einfach. Easy peasy, Problem gelöst. Ach, wird schon. Schafft man schon irgendwie. Irgendwann fallen sie schon um. Und wenn sie vor Lachen umfallen, fallen sie schon um. Ja.
okay. I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the floor. Und für die Verlänger dachte ich gerade, dass Also für so einen Fall müsste man sich halt was anderes einfallen lassen, aber... Ich muss mal wieder bei einer Schubkarre reden hier. Ach, ich glaube, das kriegen sie nie hin mit dem Balancing. Das Problem ist halt, dadurch, dass sie immer öfter oder immer mehr neue Klassen reinbringen, wird es halt auch immer schwieriger, das zu balancen, ne? Das Ganze. Und wenn sie dann anfangen, was zu machen, dann heult immer eine Klasse heult immer rum. Immer. Eine fühlt sich immer vernachlässigt oder benachteiligt. Hier keine komm ich hier rum? Ah ne, da ist jemand. Na ja, gut, dann müssen wir da lang. Okay, wie komme ich an dem vorbei? Jeder doch sein Gegenpart, wo man halt im Nachteil sein soll. Ja, die Kate taucht eigentlich nie auf. Nur ab und zu mal. Wobei, immer wenn sie Nerf-Ankündigung für die Kate, dann ist es meistens irgendwie viel vorteilhafter für uns. Also jedes Mal, wenn sie gesagt haben, Nerf, war es irgendwie viel angenehmer für uns. Und gar nicht so Nerf gefühlt. Huch. Mhm. Shay kann dann grabben. Mhm. Damit die eine Chance hat gegen Nova, meinst du? Labyrinth. Do you think I'm stupid? Wer holt sich denn heute alles? Crazy, hallo? Salo? Hallo? Wie soll ich denn da jetzt raufkommen, warte? Na? Witzig, wenn Cheyenne Zirka grabbt und spazieren hüpft. Boah, das würde so falsch sein, einfach, ne? Jagt die Tiere? Hier sind doch gar keine. Sehe geile Tiere. Oh, kann man hier. Ah, guck mal, Marina wohnt hier.
Moment. Nicht eingerichtet. Aha, aha. Voll das süße Grundstück eigentlich. Mhm, mhm. Wohnt hier noch jemand? Das ist der Goethe? Nö. Ich hab Marines Haus gefunden. Jetzt wissen wir, wo sie wohnt. Sie wohnt hier. Aber jetzt. Moment. Habe ich die schon im Inventar? Achso, ja, habe ich. Okay, warte. Musst du die Falle aufstellen. Das ist der Plan. Schein mit Anabolika aufpumpen. Oh Gott. Kriegt ja noch Pickel. Ich glaube, von Anabolika kriegt man Pickel. Habe ich mal irgendwo gehört. Ich persönlich nehme das natürlich nicht. Also keine Ahnung. So. Wie lang? Da. Schon mal bei einem Gil zugeschaut, wie der versucht hat, 30 Minuten eine AFK-PVP-Schirm zu hauen. Ja, wenn die DPG anhaben, dann ist es witzig. Mit APG geht's, aber mit DPG. Ich habe mein Fett geklaut. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gegen Lenny schon mal PvP gemacht habe mit seiner Scheibe. RBF ja, aber. So, ein Boss noch. Dann haben wir's. Also, trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Huh. Trotzdem noch 2, 3, 4, 5, 6. Aber die sollten schnell gehen, hoffe ich zumindest. Ja, moin, Funank. Mein Inventar sieht da ein bisschen beschissen aus, warum? Guck mal, da kann ich bestimmt schon ein bisschen was loswerden. Was geht?
So. Nicht ganz cool, aber wenigstens ein bisschen besser. Aufwachen gleich Jim. Okay, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vorbildlich. Mein Digger trainiert auch Beine. Mein Digger. Dem hin und her gelaufen hier. Warte mal, kommt da noch Fleisch dazu? Nee, ne? Ne, passt. Für die Signals? Ja, natürlich. So ein Ding ist das nämlich. So, wo ist die Mutter? Da ist er. Stimmt das eigentlich im BDO-Funacker? Habt ihr so hier? Ich habe 26.264. Guigar kommt hier. Okay. Das nur, weil er den Topf abgeleckt hat. Die Geschichte ist ein bisschen komisch. Feel it, but the feeling ain't all blue.
You got me believing one day you gotta come through. Lost in the city lights, cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long to call my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, interessant, wie diese Verwandlung zustande kommt. Und das alles, weil er einen Tontopf abgeleckt hat. Und der Mann hungrig wurde und die Frau draußen gegangen ist, zum Essen zu machen. Komische Geschichte. Eigentlich komisch.